Die Ökoinsel liegt am Rande des Froschbergs, der ja eigentlich den Namen von den vielen Fröschen hat, die früher da schon gelebt haben. Genau, da sitzt er. Ja, Das Grundstück hat ca. 2000 Quadratmeter. Mein Herzensanliegen mit der Ökoinsel ist, dass die Tiere und die Pflanzen einen Platz haben, wo sie ungestört sich ausbreiten können und wo sie ungestört leben können. Und es ist immer was anders los. Irgendwas ist immer. Wir haben da hinten auch einen Totholzhaufen für die Igel und auch die Ringelnattern, die sich da auch manchmal sehen lassen. Die wilde Ecke. Es ist halt eine Bergtour da herauf. Das ist unser Trockenrasen. Da kommen jetzt lauter Steinnelken. Und es ist so, dass jedes Jahr ist es anders. Einmal sind die Steinnelken mehr, einmal sind die Margriten mehr. Kein Jahr ist wie das vergangene Jahr. Der ganze Hang hätte umgewidmet werden können im Baugrund. Aber für mich war das wirklich nicht wichtig, da finanziellen Gewinn draus zu schöpfen. Natur ist heute meiner Meinung nach unbezahlbar.